Ja, hallihallo und willkommen zurück zu The Infected. Wir sind in Part 17. Ich weiß gar nicht, welchen Tag haben wir denn heute? Tag 17 tatsächlich auch schon. Und es ist April. Und was soll ich sagen? Wir haben den ersten Mineralextrahierer hier fertig. Der soll zum Kupfer. Und da kommt er jetzt auch mal hin. Wir werden damit auch gleich mal die Brücke einweihen und drüber latschen. Ich muss nur gerade mal schauen. Bretter habe ich da für eine Kiste, denn ich möchte anschließend gleich noch in eine Höhle gehen, die dort ist, um ein bisschen Eisen zu holen. Pilze könnten wir eigentlich auch holen. Dann können. Ach nee, ich habe nicht genug Plastik. Und es wäre schade, die Ölkännchen jetzt für Plastik zu verschwenden, wo wir die doch dringend brauchen, um die ganzen elektrischen Geräte am Laufen zu halten, wie zum Beispiel die Kreissäge. Und mir fällt gerade ein, das ist auch das einzige elektrische Gerät, was wir haben. Ja, Okay. So, wir sind gleich da. Hier habe ich ja den Kreissägetisch das letzte Mal hingestellt, damit wir hier eventuell auch mal was bauen können. Und wir haben hier Aluminium. Aluminium soll es dann auch mal werden. Allerdings brauchen wir dringender Kupfer für die ganzen Schrauben. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir müssen uns weiter nach da halten. Okay. Ich stelle die mal eben ab. Falls was passiert. Man weiß ja nie. Bei mir und da ist ein Berg. Das heißt, ich halte mich mal lieber weiter hier erstmal. Theoretisch könnte ich auf dem Rückweg schon mal Lehm mitnehmen. Boah, ist das hoch. Müssen wir tatsächlich hier hoch? Nee, müssen wir doch gar nicht. Hier müssen wir lang. Naja, dumm gelaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da müssten wir dann eigentlich genau drauf zukommen. Hier gibt es unheimlich viel Lehm, was wir auch wirklich brauchen werden für die Brücke. So, wir sind da. Das müsste es eigentlich sein. Jawohl. Wo stellen wir den denn hin? Ich hätte eigentlich mal ein Licht noch mitnehmen sollen. Stellen wir mal hier so hin. Ich hoffe, der steht gut. Das ist ja mal so eine Sache mit dem Hinstellen. So, ich werde hier mal eine Blaupause hinmachen. Eigentlich müsste man überall einen Karren hinstellen. Den brauche ich doch gar nicht. Ich wollte ja nur eine Blaupause hinstellen. Die leuchtet dann nämlich auch ein bisschen. So, dann gehen wir mal zur Höhle, nachdem wir den angeschmissen haben. Nicht vergessen. Ja, und er läuft. 5 Minuten und es gibt das erste Kupfer hoffentlich. Dann schauen wir einfach mal in die Höhle. Da war ich nämlich auch noch gar nicht drin. Und auf dem Rückweg schauen wir mal, ob es eventuell schon ein bisschen Kupfer gibt, wäre nämlich cool. Dann könnte man nämlich den zweiten Extrahierer gleich mal im Aluminium aufstellen. Wow. Also in dieser Höhle war ich tatsächlich noch nie. Und
Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Die sieht ein bisschen infiziert aus. Warte mal, hier kann ich nichts hinstellen. Aha. Stell ich die mal hier hin. So. Du kommst mal weg. Boah, ich traue mich gar nicht. Was ist denn das für ein Zeug? Die sieht aber sehr künstlich aus. Ach, verdammt. Die Baumstämme hätte ich doch mitnehmen können. Ja, ein bisschen bräsig. Weil... Also das da drin hört sich ja unheimlich an, als ob man unter Wasser ist. So, 9 Stämme sollten erstmal reichen. So, hier kommt man ja. Ah. Kann man auch lang. Ah, das ist eine Nebenhöhle. Hier einen hin. Ich hole mal die nächsten Stämme. Ja, der liegt natürlich ein bisschen doof, ne? So. Na gut, hier sieht man schon fast den Ausgang. Aber egal. Mir ist das lieber. Ich mag mich nicht verlaufen. Ich lege mir immer Markierungen in die Höhlen. Oh. Ja gut, die Ausdauer. Wer kennt's? So, hier ist ja Wasser gewesen. Ist das die ganze Höhle? Ernten? Da hinten geht's weiter. Boah, die ist aber unheimlich. Aber Pilze nehme ich mit. Nein! Ja, egal. Pilze nehmen wir mit. Nein, ich will nicht ernten. Ach doch, ernten. Na klar will ich ernten. Feuerholz will ich auch nicht. Holzscheit will ich. Nee, das ist die ganze Höhle. Das ist doch jetzt nicht wahr. Aber es gibt hier... Ich traue mich gar nicht ins Wasser. Nochmal Pilze. Wollen wir? Das ist die Höhle. Man kommt hier gar nicht weiter. Ja. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Die ist ja murklig. Na egal, wenn die ein bisschen Zeug bringt, freue ich mich natürlich. Aber hier am Wasser ist ja mir ein bisschen unangenehm. Leben, nee, den nehme ich nicht. Doch, ein Leben brauchen wir noch. Ha, da ist er. Den hatte ich ja... Hatte ich ja letztens Probleme mit. Naja, gut, man... Aber, Das ist die merkwürdigste Höhle ever. Aber es gibt ordentlich Pilze. Und man kann sich nicht verlaufen. Hier. Kann hier im Kreis laufen. Die gar keine Holzstämme nehmen müssen. Und hier irgendwo noch hin? Aber nirgendwo. Ist irgendwas drin? Hm. Also die Höhle finde ich sehr, sehr merkwürdig. Sieht auch sehr künstlich aus, finde ich.
sind die anderen schon besser, aber spawnt alles total schnell nach. Also, soll mir recht sein. Soll man hier nicht so lange laufen? Wieder Pilze. Naja, das mit dem Leben ist blöd. Ich will mich nicht beschweren, aber ich will reisen. Kleiner Stein. Blei brauchen wir auch gar nicht. Ja gut, ich bringe das erstmal raus. Also, ja. Die Höhle ist mal echt blondinensicher. Der kann nach oben. Der kann weg. Den machen wir mal nach unten. Also ein Eisen haben wir schon mal. Denn wir werden ja später für die Glaswände und so auch Eisen, ja, die Eisenteile brauchen, damit wir Stahllegierung machen können. Na toll, jetzt ist hier aber gar nichts. Geh mal ins Wasser. Mal hier weiter. Ja, hier kommt man weiter. Aber es bringt mich auch nicht weiter. Oh, da ist ein Stein. Nee, ist jetzt nicht wahr. Unter Wasser? Toll. Was war denn das? Eisenerz, glaube ich. Blei. Blau, es war nur Blei. Aber Pilze. Es gibt Pilze ohne Ende. Gut. Nehme ich mit. Ja, das ist ja mal hier ein Erlebnis. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich wusste schon, dass die Höhle klein ist. Aber dass die so klein ist, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich sag mal so, mit den Pilzen auch gar nicht so schlecht. Wir können sie im Moment tatsächlich noch gar nicht so gut gebrauchen. Nur um das Leben dann wieder hochzupushen, wenn wir irgendwie was verlieren. Aber, ja. Noch mehr Pilze. Später für die Ration kann man die gut gebrauchen. Und sie werden nicht schlecht, das finde ich auch gut. Ich laufe mal hier erstmal im Kreis, so ein Dödel. Aber es hat nichts gebracht, also nochmal kurz raus vielleicht. Und hier nochmal gucken. Aber hier ist auch nichts nachgespawnt. Ja, das ist natürlich ein bisschen wenig. Hm. Blei. Na, so viel Blei brauche ich nicht. Und die Geräusche hier in der Höhle. Ich flüster sogar schon. Weil ich die sehr, sehr komisch finde. Erstmal gegen die Wand laufen. Ah, ein Stein. Bitte gib mir Eisen. Kupfer hätte ich auch gerne. Aluminium. Alles. Ja, wir haben Eisen. Damit haben wir schon zwei ganze Eisenerz. Und ein Pilz. Wie viele Pilze haben wir denn jetzt schon? Das ist doch schon eine ganze Menge. Ja. Hm. Aber... wächst jetzt nicht so gut nach. Doch, hier ist schon wieder. Es kommt einem vielleicht auch nur so vor, dass nichts nachspawnt, weil man in einer größeren Höhle einfach länger läuft und dann auf dem Rückweg natürlich schon wieder was nachgespawnt ist. Und ich habe festgestellt bei der einen Höhle, dass tatsächlich so, wenn man ins Wasser geht und dann wieder zurück, dann ist auf dem Rückweg alles wieder voll. Das ist hier aber tatsächlich nicht der Fall. Hm. Noch mehr Pilze. Na gut, die wiegen nichts. Können wir mitnehmen. Ja, dann gehen wir nochmal in den Kreisverkehr.
Ja, scharf. Komm rein. Fühl dich wie zu Hause. Schade, dass man in so einen Höhlen nicht bauen kann. Obwohl, ich muss schon sagen, so schön fände ich das eigentlich nicht hier drin. Oh, was haben wir denn für Probleme? Er ist ja mal wieder am Keuchen. Wegen Durst. Nehmen wir doch gleich mal hier das. Oh nein, ich habe die andere Wasserflasche nicht mitgenommen. Also die Flasche schon, aber ich habe sie nicht gefüllt. Sehr clever von mir. Ah, hier ist nichts nachgespawnt. Also, ne? Will nicht beschweren, aber... Doch, eigentlich will ich mich beschweren. Das ist doch blöd hier. Zweimal Eisen. Gut, mit dem Blei, das kommt hin. Die Ausbeute ist gut. Aber es sieht halt so aus, als würde hier nichts passieren. Aber der Stein ist auch nachgespawnt. Oh, Schock. Ich habe mich gerade von mir selber erschrocken. Eisenerz, ja. Nehmen wir mal Blei. Ich nehme das natürlich mit, ist klar. Ich werde das ja nicht verschwenden. Wir werden es irgendwann auf jeden Fall brauchen. Spätestens, wenn wir nämlich den Strom machen. Bei den Windrädern. Werden wir einiges brauchen an Blei. Und Pilze einfach mitnehmen. Vielleicht kann man sich ja auch irgendwann Pilzsuppe machen. Also nicht, dass das so mein Favorit wäre. Jedenfalls nicht im wahren Leben. Aber im Spiel kann man durchaus mal eine Pilzsuppe essen. Noch mehr Pilze. Also Pilze gibt es ja echt viel. Geh hier nochmal rum. Ne. Doch. Ja, das ist wirklich das merkwürdigste Bild ever. Blei. Gehen wir jetzt mal hier so rum. Wir traben wie ein Esel hier rum. Ja, gut, das, Ich glaube, ich gehe zurück. Ja, ich verstehe. Ist ja auch schon übel, wenn man im Kreis läuft. Weil. Ah, doch. Ist einer nachgespawnt. Eisen, sehr schön. Okay, so, damit haben wir 4 Eisen. Das ist jetzt mal wirklich nicht so doll. Einmal gehe ich noch. Einmal geht noch. Und dann ist aber Schluss. Ach, guck an. Ja gut, also Fazit ist letztendlich, so wenig Blei gibt es hier nicht, auch wenn es so aussieht, dass man nichts findet, weil hier alles irgendwie leer erscheint. Aber es spawnt gut nach. Nein, nicht den kleinen Stein, den brauche ich doch nicht. Also jedenfalls nicht hier. Noch mehr Pilze. Noch einen Stein aufgehoben. Ja gut, dann haben wir schon mal eine Kiste voller Blei. Ich meine, das ist nicht schlecht. Ich wusste noch, ich habe da gerade noch was gesehen. Nochmal Blei. Nochmal Pilze. Nochmal viele Pilze. Nehmen wir mit. Auf den Weg nach draußen. Mal hier nochmal rein. Huch. Wenn ich denn mal die Kurve kriege. Nee, kriege ich nicht.
Und guck mal, der ist schon wieder nachgespawnt. Was geht dann wirklich zu? Eisen, sehr schön. Da haben wir 5 Eisen. 5 Eisen, ganz viele Pilze. Endlich ist das unheimliche Geräusch weg. Ja, komm, können wir uns nicht beklagen. Sieht schon gut aus. Dann würde ich jetzt noch mal beim Kupfer vorbeischauen, welches da so ist. Und ich hoffe, dass der Rückweg dann mal anders wird. Ich bin, glaube ich, ein bisschen dusselig gelaufen. Muss ich ja wirklich zugeben. Und wir könnten... Mensch, mit dem Lehm. Wir brauchen eigentlich auch so viel Lehm. Was machen wir mit Lehm? Wie viel habe ich? 30. Komm, wir nehmen ein bisschen Lehm mit. Am Wasser Lehm zu suchen ist halt ein bisschen schwierig am Meer. Fällt einem ja die Hälfte rein. Mal schauen, ob ich diesmal voll habe. Jawohl. Den einen hatten wir ja extra mitgenommen. Mann, was hast du denn jetzt schon wieder für Probleme? Schon wieder Durst. Ey, du trinkst aber auch wie ein Loch. Bitte ihn. Komm mal rein. Ja, hier ist nämlich ganz viel Lehm. Ach, wenn nicht, würde ich mich auch tatsächlich von 1, 2 Bleierzen trennen. Ich hätte auch kein Problem mit. Na, nimm mit. Aber hier die ganze Fläche ist voller Lehm. Der Weg ist jetzt allerdings auch gar nicht so weit. Immer alles voll. Ja, 10. Gehen wir hier nochmal lang. Und wir stehen in der prallen Sonne. Ich glaube, ich habe auch immer noch die Winterhose an. Ich kann auch mal ausziehen. So, was ist jetzt schwerer? Jetzt haben wir 48. Dann gucken wir mal, was schwerer ist. Aha. Machen wir das doch so. Ja, du kannst doch mal weg. Ja, haben wir wieder ein bisschen Platz geschaffen. Zieht das immer ein. Das hört sich, ich finde, das hört sich mal an, als ob der das irgendwie aus dem Strohhalm trinkt. So, aber ich habe schon wieder einen verloren. Da fehlt der Einzelne. Ah, da ist er. Den brauchen wir. So, hier ist noch mehr Lehm. Da ist auch noch einer dahin. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Ist dann schon mal ganz gut für die Brücke. Weil das wird echt teuer. Kommst du auch mit? Kannst du nämlich schön nachwachsen. Vielleicht sind dann schon wieder welche da, wenn wir das nächste Mal hier ankommen. Na, mitkommen. Keine Widerrede. Haben wir alle? Haben wir alle. Noch mit. Oh nein, ich kann mich nicht mehr bewegen. Low Forest. Ah, wird knapp jetzt.
Aber egal. Ich glaube, ein, zweimal können wir noch mitnehmen. Oh, hier stehen aber vier. Verdammt. Oh nein, wie cool ist das denn? Vier Stück? Also das nenne ich jetzt mal einen Glücksgriff. Vier Stück. Tja, das ist halt jetzt aber ein bisschen doof. Kann ich den da reinmachen? So. Vier Kupfer. Wir haben die richtige Stelle fürs Kupfer gefunden. Und das gleich beim ersten Mal. So, wie geht's jetzt nach Hause? Da geht's lang. Wir müssen also theoretisch eigentlich erstmal zum Aluminium und dann könnten wir die Brücke benutzen. Wir könnten allerdings auch querfeldein gehen, aber hier ist ja das Gebirge. Frage ist... Ist auch Gebirge. Komm, wir gehen aber mal. Erstmal ein bisschen durch den Wald gehen. Oh, schade, dass ich den Lehm nicht mitnehmen kann. So, wir müssten richtig sein. Genau, sind wir auch. Hier noch am Felsen vorbei und dann müssten wir gleich die Brücke sehen. Ja, der Ausflug hat sich ja mal wirklich gelohnt. Ja. Es fängt gleich an zu regnen, dann kannst du dich abkühlen. So, hier unten müssten wir gleich die Brücke sehen. Da ist er auch schon. Ist voll cool eigentlich. Wir kommen hier direkt beim Aluminium raus. Da hinten ist dann gleich Kupfer. Das heißt, wir brauchen gar nicht diesen ganzen Umweg laufen. Na, ist schon nicht schlecht. So, erstmal ein bisschen Ausdauer sammeln. Ja, es fängt gleich an zu regnen. Man merkt, der Sonnenwiderstand geht wieder nach oben. Man kann sich ja auch mit Kartoffelpaste einschmieren, aber... Ich habe bislang noch nicht gemerkt, dass man Gesundheit verliert. Aber ich glaube, der Durst wird höher, wenn man zu lange in der Sonne ist. Was ja eigentlich auch realistisch ist. Ist ja im normalen Leben auch so. Insofern finde ich das alles nicht so dramatisch. Ich habe jetzt keine Lust, immer noch Lehmschüssel mit Kartoffelpaste mitzunehmen. So. Hätten wir aber mal... Ein bisschen trinken, ne? Ach so, was machen wir denn mit den Pilzen? Mit die Pilze? Was machen wir mit den Pilzen? Ja, da habe ich jetzt ja mal wirklich blöd die falsche Kiste hingehängt. Also Pilze haben wir wirklich ordentlich. Da kann man uns nicht beklagen. Da können wir Bio-Sprit draus machen. Das ist noch eine Tippstunde. Ja gut, wir haben ja noch die andere Essenskiste, die packe ich dann auch nochmal dahin. Und wir brauchen auf jeden Fall mal so langsam eine Lehmkiste. Hier ist auch noch ganz viel Blei. Da haben wir aber auch was im Dorf mitgenommen. So, hier haben wir Eisenbarren schon mal einige. Der Ofen ist auch noch aus. Schöner Mist. Okay, wie viel habe ich denn jetzt? Oh, ich bin überladen. Nur zwei. Ey, mit dem Kupfer freut mich wirklich mega. Dann machen wir die doch jetzt erstmal rein. Und auch die Eisen. Habe ich mir noch gedacht, dass hier noch einer fehlt?
So, dann müssen wir hier noch Kohle hinmachen und irgendwo habe ich doch nur 9 Lehm. Keine Ahnung wo. Dann nehmen wir mal Kohle. Machen den mal wieder an. Ja, und können hier eigentlich gleich den nächsten Mineralextrakt hier reinstellen. Und diesmal wird er dann fürs Aluminium gebraucht. Ja, den müssen wir nicht machen, aber den Ölsauger müssen wir dann auch irgendwann machen. Aber der braucht halt leider Strom. Das heißt, wir müssen mit unserem mit unseren Ölkännchen sehr sparsam umgehen, damit wir die Kreissäge machen. Acht Bretter mal wieder, 18 Eisenbarren, 20 Schrauben, die wir ja jetzt voll haben. Und ich brauche Holz auf jeden Fall. Das heißt, wir nehmen mal den Wagen mit. Und wir besorgen jetzt mal ein bisschen Holz. Leider ist hier immer noch nichts nachgewachsen. Ja, dann müssen wir immer weiter in den Berg rein. Und hier ist auch ganz viel Lehm, aber ich fürchte, das wird wirklich runterfallen. Mal gucken, wie das mit den Stämmen sein wird. Da oben ist ein Schäfer. Ja. Shit. So, schnell runter. Nochmal. Nein, nicht runter. Oh, der fällt weg. Ich glaube, den kriege ich nicht und ich falle hier selber runter. Warum eigentlich? Oh, bei mir fährt gerade Krankenwagen. Der ist dann mal weg. Ja, die Stelle, die ich mir ausgesucht habe, war tatsächlich nicht so gut durchdacht. Aber das war mir ja vorher schon klar. Trotzdem hier bauen. Haben wir auch noch einen. Aber eigentlich dürfte damit keiner weg sein. Und wir brauchen kleine Stämme. Gehen wir jetzt nach oben. Ah, guck mal, hier haben wir eben. Die können wir ordentlich abholzen. So, zwei kann ich mitnehmen. Noch eine Wassermelone. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Ich mag das ja, wenn es so richtig gewaltig kracht. Ich glaube, ein bisschen leiser machen kann. Aber es fällt mir jetzt erst auf. Ich mache das mal ein bisschen leiser. Darf nur nicht vergessen, es wieder anzuschalten. Das vergesse ich manchmal. So, hoch. Die sind schon mal fertig. Dann packen wir dich mal da rein. So, dann nehmen wir noch das Kupfererz, die Bleibarren. Gute Frage. Das mal drin. Hier irgendwo noch ein bisschen Platz. Naja, sieht jetzt nicht so. Egal, ich mache die hier mit rein. So, wir brauchen 20 Schrauben. Und die packe ich mal hier rein. Die können wir gut gebrauchen dann später für die. Für die Kerzen. Ja, was mache ich mit dem vielen Blei? Das ist schon ein bisschen viel.
So, Schrauben sind drin. Oh, es ist so cool. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell das Kupfer zusammenbekommen. So, hier haben wir Aluminium. Das bringt uns aber auch noch nicht wirklich weiter. Kupfer. Da oben ist Eisen. Ich glaube, ich mache mal noch ein paar Kisten. Was haben wir denn hier? Dann machen wir jetzt erstmal eine Kiste für Lehm. Und die stellen wir dann mal hier an die Wand. So, du stellst dich mal dahin. Und du kommst dann mal hier hin. Ach, jetzt ist doch nicht wahr. So. Dann haben wir auf jeden Fall gleich nochmal eine Ja gut, dann habe ich wahrscheinlich vergessen zu drücken. Oder geht das? Doch, das müsste doch hier drauf gehen, klar. Ja, ich habe wahrscheinlich nicht gedrückt. So, da haben wir auch Blei. Die ist leer. Machen wir die. Ja, das geht wieder nicht. So, und dann kommt die nämlich nach oben. Na. Ja, was kriege ich nicht? Ah, die steht zu nah, glaube ich. Ja, müssen die weiter wegstellen. Naja, steht so weit nach vorne. Warum? Da vielleicht mal versuchen. Oder kommt mir das nur so vor, dass die von der Wand so ein bisschen abgeht? Nee, ne? Auch schon so aus. Ja, die steht da überhaupt nicht richtig. Gehe ich mal auf die Treppe. Dafür haben wir sie ja stehen lassen. Ach so, warte, ich muss das erstmal hier hinstellen. So, dann kommen wir mit. Ja, besser. Okay, dann können wir die nämlich auch gleich benennen. Das mache ich mal raus. Dann haben wir hier eine reine Bleikiste. Und unten machen wir den Lehm rein. Ja, passt sogar sehr gut. Ja, Lehm braucht jetzt nicht ganz so viel Platz und trotzdem werden wir da noch einiges sammeln müssen, damit wir dann das Dach bauen. So, hier haben wir Blei-Nuggets. Okay, was haben wir hier noch drin? Oh Gott, hier haben wir noch welche. So viel passen gar nicht rein. Na, Kiste voll. Verdammt. Aber wir können zumindest den Lehm hier schon mal rausmachen. Und damit sieht das doch schon mal ganz gut aus. Vor allem, weil wir ja auch noch mal einen Ziegelofen brauchen. So, Kupfer kommt in die... Wow. In die gemischte Kiste mit rein. Nee, hatte ich die nicht drüben? Mal Eisen. Na,
Die sind verklickt. Hä? Komme ich da nicht ran? Jetzt. Eisen, die kann ich doch eigentlich schon mal rübernehmen. So, einen muss ich mir aufheben. Dann können wir noch vier reinmachen. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Fehlen noch fünf Barren. Und dann können wir den tatsächlich auch schon zum Aluminium rüber juckeln. So, den packe ich mal hier hin. Und hier kommen noch mal ein paar Steine rein. Kupfer nehme ich mit rüber und dann geht es erstmal ins Bett. Wo habe ich denn das reingemacht? Ach hier, guck mal. Zwei Stück haben wir. Dann machen wir hier noch gleich mal ein paar Nägel. So. 10:30 schon wieder. Naja, so ist das eben. So, Nägel und 8 Bretter brauchen wir noch. Und dann haben wir auch den fast fertig. 4, 5, 1. Ja. Ja, cool. 5 Eisenbarren noch. Und dann ist der zweite Extrahierer fertig. Freue mich voll. Und würde sagen, wir gehen schlafen und beenden damit auch die Folge, damit es nicht wieder ganz so lang wird. Und wir werden mal gucken, was wir dann am nächsten Tag zum Frühstück essen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.